Sigi Chow war mit einer Freundin und Mutter in den USA unterwegs. Sie besuchten das Cornerstone Café in New York, doch die langanhaltende gute Laune verflog sehr schnell wieder, als sie eine Rechnung bekamen, auf der eine offensichtlich rassistische Bemerkung war. Sie schrieben auf die vermeintliche Rechnung bei der Zeile, wo eigentlich der Name stehen müsste, Ching Chong. Von vielen Nutzern im Netz wurde die Bemerkung als unangebrachter rassistischer Kommentar aufgenommen. Sie postete die Rechnung auf Facebook und rief dazu auf, das entsprechende Café zu boykottieren. Ich hasse es, politisch zu werden, aber angesichts dessen, was hier in den USA passiert und unser aktueller Präsident scheint das möglich zu machen, ist es völlig in Ordnung, sich offen rassistisch zu zeigen. Auch wenn sich die Einrichtung bereits offiziell entschuldigt hat, ist dies vielen Nutzern im Internet schlichtweg zu wenig.